Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu meiner ersten schmackhaften Only Revolver Custom Runde. Wir haben hier gerade 100 Zuschauer, die live auf Twitch dabei sind und mit mir eine Only Revolver Challenge machen. Der Gewinner bekommt 1000 V-Bucks und wir schauen einfach mal, wer hier sich die 1000 V-Bucks mitnimmt. Wir haben schon ganz viele Zuschauer hier. Hallo, was geht ab, Jungs? Und die einzigen Regeln sind: Als Waffe darf man nur einen Revolver haben, Movement-Items sind erlaubt und am Ende, wer 5 Kills schafft und den Win, bekommt von mir 1000 V-Bucks. Und ja, ich hoffe mal, ihr haltet euch dran, Jungs, okay? Wer sich nicht dran hält, kriegt einen Bann und darf nicht mehr mitspielen. So ein Ding ist es nämlich. Und wenn du auch mal mitspielen willst, dann komm am besten morgen in meinen XXL Sabaton-Stream auf Twitch. Der startet nämlich um 10 Uhr morgens. Wir machen einen richtig großen XXL-Stream und da werden wir natürlich auch die ein oder andere Custom-Runde spielen. Ich habe noch ein paar V-Bucks-Karten am Start, die ich an die Community raushauen möchte. Mit genau solchen Custom Games. Deswegen stellt euch schon mal einen Wecker. Morgen 10 Uhr geht's los. Sabaton Stream auf Twitch. Ich freue mich mega, wenn ihr dabei seid. Und jetzt rein in die Runde. Let's go. Und ich würde sagen, ich verstecke ganz kurz meinen Screen, damit ich nicht so viele Leute habe, die bei mir landen, oder? Oh mein Gott, da landet auch jemand. Wir brauchen einen Revolver. Oh mein Gott, wie viele sind hier? Wollt ihr mich verarschen? Okay, ich will niemanden sehen, dass er einen Kill macht, außerhalb vom Revolver im Chat, ne? So ein Ding nämlich. Leute, wenn ihr dieses Format feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und denkt dran, Supporter-Creator-Code fix im Itemshop eingeben. Dankeschön, Chat. Ich küsse euer Herz. Danke für die Erinnerung. Ihr wisst Bescheid. Okay, ich habe wenigstens schon mal Glühwürmchen und Granaten, um mich zu wehren. Das ist wichtig. Die zwei Sachen sind auch erlaubt. Oh mein Gott, ich brauche einen Revolver. Bitte, drop mir einen. Ich finde es richtig nice, wie viele sich da dran halten. Vor allem, wenn ihr nicht die Regeln brecht, dann können wir sowas natürlich öfter machen. Und ich habe einen gefunden. Let's go. Okay, wir schauen gleich dahinter. Da war nämlich ein Lama. Das heißt, wenn ich den Kill, der das Lama gefunden hat, dann kriege ich natürlich schmackhafte Munition. Oh, der da oben hat einen. Oh nein. Hat er mich gesehen? Oh. Da hat jemand einen dicken Hit kassiert. Wir gehen nach oben. 1, 2, 3. Unter mir. Ich will nicht am ersten Gegner sterben. Friss meine Fliegen. Der hat zwei Revolver am Start. Und da ist noch einer. Junge, hier sind zwei Leute und beide haben den Revolver. Ist doch ein Witz. Komm, vielleicht kriegen wir einen Revolver-Perk. Gerade. Oh mein Gott. Nee, okay, ich fight ihn nicht. Jungs, ihr macht es schon. Ja, ja, ihr macht es schon. Kein Problem. Ich glaube an euch. Vielleicht haben wir das Glück und finden noch einen. Genau, das wollte ich sagen. Okay, nice. Jetzt können wir wenigstens double shooten. Wir haben drei. Let's go! Wichtiger Kill. Okay, nice. Wir haben noch einen. Wer war das denn? Warum war das so aggro auf mich? Okay, erstmal ein Mini rein. So, dann ganz kurz hier mal sortieren. Ich brauche unbedingt 200 Leben, damit ich nicht Headshot, One-Shot bin. Schau mal, wie viele noch leben. Es leben noch 76 Spieler. Ich will gar nicht wissen. Junge, wie viele Revolver liegen hier rum? Ich will nicht wissen, wie viele gerade rumrennen panisch und sich einfach nur einen Revolver suchen. Ich glaube, es sind einige. Alle am Schwitzen, ja, aber komplett, komplett am Reinschwitzen. Die ganze Lobby. Da fliegt einer. Ein Hit. Ah, schade. Kurz mal alles reloaden. Überall liegen Revolver rum. Wie lucky ist das denn? Chillt ihr hier im Busch drin? Nee. Oh, und wir haben Stack-Munition. Hier war ein Lama. Geilo. Es ist so ruhig, Chat, ne? Das ist super crazy. Warum ist hier so ruhig? Hallo, Leute. Und Abfahrt. Ich muss sagen, solche Runden bocken übertrieben, ne? Ich fände es geil, wenn man sowas als Custom... Headshot? Oh mein Gott! Ich habe das Perk, dass manchmal die Pistole keine Munition verbraucht und das zählt anscheinend auch für einen Revolver. Ich musste gerade nicht reloaden. Das ist ja übel stark. Nein. Nein, 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 nein.
Ich musste gerade schon wieder nicht reloaden. Ich hau mir ein Bego rein. Nein! Ich weiß nicht, wo er ist. Scheiße, ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, er ist über mich geflogen, ne? Irgendwo dahin. Junge, das Perk ist richtig geil. Wenn man einfach doppelt schießen kann, ohne reloaden zu müssen. Okay, wir sind wieder full life. Ich zieh durch. Lass mich in Ruhe, Junge. Hallo. Hör mal auf. Da vorne. Da ist er. Ich habe ein Problem. Ich habe ein dickes Problem. Ja, ich fahre auch mit dem Auto weg. Ja, ja, ne, wir sehen uns. War auf jeden Fall schön mit euch hier, Jungs. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ich hätte gern ein paar Impulsis oder sowas. Boah, das sind die zwei Auras, oder? Nein! Cracked? Junge. Wie viele sind hier? Einer down. Haben wir zwei Minis rein. Die Granaten sind erlaubt, ne? Zack. Bro, wie viele sind hier? Wie viele Gegner? Und die ganze Zeit irgendjemand im Auto, ne? Okay, nice. Hey, fahr mich mal irgendwo hin, okay? Irgendwo, wo ich safe bin, wäre geil. Ich gebe dir einen Revolver, wenn du mir das Auto da lässt. Bitte, lass tauschen, okay? Hier, Revolver liegt. Mach's gut. Na, nimm doch den Revolver, der da liegt. Hier. Ciao. Ey, guter Trade, Chat. Guter Trade, würde ich sagen. Oh mein Gott, irgendjemand verfolgt mich schon wieder. Oh, kurz Reload. Cracked. Nein. Oh mein Gott, ich habe ihn geholt. Ey, dieses Perk ist OP, Mann. Dieses Pistolen-Perk, wo man nicht reloaden muss, das ist geisteskrank stark. Boah, ich habe fette Revolver von dem bekommen. Ich brauche das Headshot-Perk noch. Ja, schade. Ich leider nicht. Nein. Schon wieder! Durch das Perk gewonnen. Wer bist du denn? Du willst mich pushen? Kannst du vergessen! Geil, Impulsnades. Der da vorne hat Slurps gehabt. Und Impulsnades. Geilo! Okay, ich lasse einen Revolver da. So, Double Revolver reicht. Dann haben wir nochmal ein bisschen Splashies als Ziel. Das ist auch sehr gut. Oh, was ein schöner Hit. Beste, Bro! Ich bin der beste Revolverspieler der Welt! Nein! Oh, wichtig! Double Slurp! Let's go, baby! Okay, wir ziehen durch. Junge, Junge, 6 Kills schon! Mal schauen, ob ich hier die Runde gewinne! Gegen meine Community. Mal schauen. Könnte tricky werden. Wir landen oben. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal ein bisschen auf Nummer safe. Ich will nicht so viel reinpushen. Wobei, es macht schon auch Bock, Kills zu machen. Ja, wir killen einfach weiter. Scheiß drauf. Ein Hit. Der weiß nicht von wo. Headshot. Ich muss drauf.
Komm ins Lab rein. Scheiß drauf. Organfarmer, jedes Mal kommt er in meinen Customs und haut mir in die Fresse, Bro. Ohne Gnade, was soll denn das? Ich sehe nur sein Skin und denk mir, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Oh, 5 Kills hat er. GG's. Okay, das heißt, ab jetzt müssen wir spectaten, wer sich hier die 1000 V-Bucks nach Hause holt. Organfarmer, Bro, Mann. Ich hatte so eine schöne Runde. Oh. Aber er ist auch geisteskrank gut, Leute. Sein Aim ist auch wild. Wir spielen jetzt schon ein paar Custom-Runden hier. Und er fetzt auf jeden Fall auch richtig rein. Schade, schade. Trotzdem stark. Ja, hat richtig Bock gemacht. Oh. Er hat einen Hit kassiert. Digga, Organfarmer ist ein Macher des Jahrtausends. Seht ihr das? Er gibt ihm einfach No-Scope-Headshot in der Luft, während er fliegt. Wer ist diese Legende, Mann? Er hat es bis jetzt noch nicht geschafft, den Preis zu holen, aber war immer richtig gut dabei. Oh, aber was mir auch gefällt, ne? Der Organfarmer ist nicht ein Camper-Spieler. Sondern er geht auch wirklich rein. Er geht drauf. Er will wissen, wie viele Kills er hier holen kann. Er ist ein richtiger Tryhard. Und warum reloadet er so schnell? Warum reloadet er so schnell? Ist das ein Perk? Oder... Er reloadet gottlos schnell. Holy shit! Er reloadet unter einer Sekunde. Ja, es ist ein Perk. Okay, man kann den Revolver geisteskrank boosten. Pistolen-Reload-Perk, Pistolen-Munition-Perk, schwere Kopfschüsse. Dann ist der Revolver geisteskrank OP. Oh. Zwei Gegner sehen ihn. Schaut euch den Reload an. Und die anderen paniken. Die müssen zurückschießen. Die dürfen nicht so paniken, aber... Digga, das ist OP des Todes, der Reload. Kein Wunder, dass er mich so easy bekommen hat. Ich habe 1,5 Sekunden reloadet, während er einfach zweimal schießen konnte in der Zeit. Ich bin echt gespannt, ob er das Ding jetzt nach Hause holt. Wir sind jetzt gerade in der 4. Custom-Game-Runde und Organfarmer hat jedes Mal abgeliefert, ist aber immer in der Top 5 gestorben, hat reingechoked. Oh, Gegner. Digga, der Reload ist geisteskrank schnell. Seht ihr das? Okay, er hat 2 Gegner bei sich. Er macht einen smarten Move. Er geht lieber weg. Schade. Oh, er geht auch immer auf die No-Scopes, ne? Die No-Scopes sind auch immer wichtig. Es leben noch 10 Spieler. Oh. Aber für ihn kann es natürlich auch schnell vorbei sein, ne? Ein Headshot, ein Bodyhit und man ist raus bei der Only-Revolver-Runde. Aber er ist nicht greedy. Er ist nicht greedy auf den Kill. Er hat den Hit gedrückt, zieht jetzt aber durch. Er wartet auf ihn aus der Zone und er holt ihn auch noch weg. Was ist er für eine Legende, Junge? Bodyhit kassiert. Wir schauen mal weiter zum nächsten Spieler. Oh. Louis am Start. Oh, mit schönen 2 No-Scopes. Und er holt ihn auch noch. Und hat sich einen Slurp gesaved dadurch. Sehr nice. Stormy auch noch in der Runde. 4 Kills. Oh, schöner Hit, Stormy. Unser Controller Renegade. Schön, 2 Hits, einer noch. Wurde abgestaubt von Organfarmer. Frisbee auf dem Dach. Organfarmer hier in der Ecke. Hat noch einen Slurp. Hollenbeck auch noch am Start. Alle ein bisschen auf Nummer sicher. Aber Stormy versus Organfarmer hier gerade. Oh. Organfarmer pusht. Wird Stormy schaffen. Kein Movement. Unten sind noch Bunker. Ich glaube, Organfarmer... Nein, er ist nicht tot, er ist nicht tot. Gute Position. Frixi hat eine richtig gute Position. Organfarmer ein bisschen im Lowground. Pollenbeck am Healen. Oh, Organfarmer gegen Frixi. Nein, gegen Louis. Schafft er es, ihn zu holen. Er geht auf den Reload. Schöner Reload. 2 No-Scope gemisst. Das war's. Organfarmer geht mit Impuls rein. Kassiert aber noch einen Hit. 50 HP hat er. Pollenbeck auf unsichtbar. Junge, jetzt richtig spannend gerade. Oh, 2 No-Scopes gemisst. Und das war's. Ja. Frixi gegen Organfarmer gegen Stormy. Die 2 fighten. Stormy versucht sich hier irgendwie Third Party zu holen.
Er geht aufs Play. Er geht aufs Play mit deinem Puls. Er kassiert noch einen Hit. Oh, und Doggan Farm ist down. Freaksy low. Stormy mit dem Slurp drin. Und holt ihn in der Luft, Bro. GG's. 5 Kills, ey. Der Renegade Raider hat meine Ehre verteidigt. Freunde, wenn euch diese Runde gefallen hat, lasst unbedingt mal einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ich sowas öfter machen soll. Und gebt gerne den Creator-Code FIX ein, damit wir mehr Preisgeld raushauen können. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bye-bye. Tschüss.